Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Galaxy 2. Wir waren zuletzt in dieser Sandgalaxie, da haben wir alles. Und ja, den hatte ich eigentlich an Bord genommen, dachte ich. Na egal. Die ist noch neu, da möchte ich gerne hin eigentlich. Hallo, geh da mal rüber. Die Heiß-Kalt-Galaxie. Die Galaxie ist hot and it's cold, it's yes and it's no, it's up and it's down, it's turning around, keine Ahnung. Launcher Prinz Picantus. Wie war's denn? You're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Ist das Prinz Picantus? Das sieht mal total lächerlich aus. Fast lächerlich wie meine Katy Perry Interpretation hier. Nein, ich will dich nicht. Du hast mir letztes Mal nur Pech gebracht. Oh mein Gott, vielleicht will ich doch. Töte ihn doch einfach. Oh mein Gott. Humiliation. Das war nur ein kleiner Rückschlag. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich darf nicht drauf stehen bleiben. Und es macht voll die Mega-Sachen. Und auch die Musik kommt mir bekannt vor. Da drüben ist eine Wolke. Aber da war eine Wolke. Oh. Oh. Okay. Okay. Komisches Strom-Ding. Mit Schockwellen. Wow, knappe Sache, aber ich hab's noch geparkt. So, Wolken. Moment, ich muss jetzt mich mit Wolken rüberarbeiten. Lass mich raten, ich schalte dich auf kalt um. Pirouette Mario und er wird geowned. Spring doch einfach auf ihn drauf. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Weiter, weiter, immer heiter. Tanzt der Mario hier den coolen Eistanz und dann hüpft er da in den Stern. Oder in die Röhre, was ist mir jetzt lieber? Ich glaube, ich möchte die Röhre haben. Kann ich mich auch wieder anhalten? Hallo? Cool, ich kann mich drehen. Und Pirouette. So. Ich möchte gern da rein. Oh ja, da gibt es wieder irgendwie einen versteckten Stern. Hallo auch, du hast dich doch an mich, nicht wahr? Wie wäre es mit einem Eislaufspiel? Triff so viele Buis wie möglich, nimm dich aber vor den Dorningen in Acht. Okay. Okay, alles klar. Ich muss Buis treffen. Muss ich einfach umfahren? Ja. Cool, geht noch. Goldener Bui. Andere Buis. Oh, ich habe einen verpasst. Uncool. Jetzt habe ich den, den ich eigentlich verpasst habe, bekommen und den anderen verpasst gehabt. Oh Mann. Naja, die goldene habe ich wieder immerhin. Oh mein Gott. Wie soll ich in der Zeit denn so viel schaffen? Na gut, es sind noch 10 Sekunden. Aber ich habe erst die Hälfte. Oh Gott. Harte Scheiße. Das ist doch schwerer, als ich dachte. Ganz ehrlich, ich dachte, es wird nicht so schwer. Wenn du in Geheim über die Brühe... Ah doch, ich will es versuchen. Hallo, warum... Ach man, ich irgendwie habe ich's. Ist für mich normal, dass auf der linken Seite annehmen ist und auf der rechten ablehnen. Okay. Ich glaube, sie gehen schneller weg, wenn ich alle Buis weghau. So. Oh nein! Och man!
Gebehinderter Stachelbui. Oh Gott. Ich weiß echt nicht, wie ich das in der Zeit schaffen soll. Und diese behinderten Stacheldinger. Okay, es wird echt, das ist echt hart knapp. Da muss ich jeden, glaube ich, erwischen. Krass, krass. Ja, ich versuch's nochmal. Das schaffen wir jetzt. Okay, ich muss aber mal die Muster merken. Okay, ein Einzelner. Noch ein Einzelner. Da kommt die zwei, da kommt, glaube ich, der Goldene schon, oder? Und dann kommen sie oben. Dann kommt das Dreieck. Die Linie. Okay, wenn ich so ein bisschen rausfahre und darauf reagiere, wie sie erscheinen, dann geht das ganz gut. Oh, das war total... Ich muss ganz ehrlich sagen, das war Luck, dass an dieser Stelle gerade der Goldene rauskam. Wenn ich mehr hätte machen müssen, hätte ich keine Chance gehabt. Aber so ging es jetzt. Yay, Stern. Dun, 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 dun. Dadaladon. Dadaladon. Ich habe voll den Stern erhalten. Und da erscheint ein Schabernack-Komet. So, aber dann heißt es ja jetzt für uns wieder auf in die Heiß-Kalt-Galaxie. Denn wir haben ja nur den zweiten Stern, also den Geheimstern. Das heißt ja hier immer noch gegen den Prinz Pillepalle oder so, der Prinz Picantus. Den launischen, den müssen wir nur noch klopfen. Also wahrscheinlich müssen wir ihn klopfen, ich gehe davon aus. Laufen, 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 nicht verbrennen. Okay, da drüben ist auch ein Wolkending. Komme ich da hin? Jo. Kann ich damit sozusagen abkürzen, wenn ich jetzt darüber gehe damit? Geht es? Kann ich hier den ganzen Weg nur mit Wolken beschreiten? Oh, es wird ganz knapp. Oh, doch nicht. War relativ... gut machbar. Wow. Wolkenmarder ist eine feine Sache. Okay, und jetzt, da ich Eislaufen drauf habe. Upsala. Danke, Wolke, dass du mich getötet hast, fast. Nee, nee, nee. Und ist andersrum. Und wir getroffen werden von dem Stromding. Sammle die Münze ein. Spring! Spring! Och, du bist doch ein Spast. Nein! Oh Gott, dreh dich da durch. Oh, hoffentlich kommt jetzt ein Ding. Eine Flagge. Oh ja, Gott sei Dank. Okay, ich würde mal sagen, dass dieser Octogumba da sehr gefährlich lebt. Deshalb befreie ich ihn von seinem Leid, bevor er verbrannt wird. Oh Gott, Octogumba. Oh mein Gott, ich glaube, ich renne in die falsche Richtung. Oh nein, nein, das wird nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Laufen, 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 laufen. Komme ich voran? Ich weiß es nicht. Ja, 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 das ist ein Taxi. Ich will das Taxi nehmen. Oh nein. Oh, knapp. Nein, die Münze. Okay. Ich hoffe mal, dass da gleich eine Wand rauskommt. Oh mein Gott, das ist ja hart. Ich bin voll konzentriert. Oh nein, oh Gott, war das knapp. Me don't want. Me don't like. Töten wir die Kiste. Hä? Was ist das? Was? Egal. Ja, damit. Oh je, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Also ich mache die Sprünge so knapp an die Kanten.
Das ist mich schon jedes Mal unten in der Lavasee. Oh nein, oh nein, oh nein. Was ich alles für diese Münzen tue, ich glaube es selber ja nicht. Und wir fliegen jetzt echt mal achtermalmäßig komplett über die ganze Map. Oh, das sieht ja freundlich aus. Oh ja, kommen so kleine Lavaseen hier ab und zu. Von durch die Einschläge. Ich habe mich extra in der Luft gedreht, wie ihr gemerkt habt, damit ich nicht da unten jetzt anfange Schlittschuh zu laufen, weil ich weiß nicht, wie gut ich mich da kontrollieren könnte. Und das sieht jetzt eher uncool aus. Was geht jetzt? What the fuck? Okay. Ich denke mal, ich kann die hier zurückschießen. Und mit Eis laufen bin ich echt total nicht fähig, mich zu kontrollieren. Aber immerhin sind die zielsuchend, diese grünen Böppel. Was es mir mal einiges leichter macht, diese Dinger zu töten. Weil ohne wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Okay, cool. Das ist nicht schlecht. So, wahrscheinlich schmilzt es gleich. Davon ging ich aus. In weiser Voraussicht bin ich stehen geblieben. Ich möchte das Leben nicht haben. Ich habe genug. Mir ist es mal wichtiger, hier durchzukommen, heil. So. Von euch brauche ich auch nichts. Ich habe hier 6 Power und so. Und da ist der Prinz Picantus. Mein Gott, sieht der seltsam aus. Ah, Eislaufboss. Ja, oh mein Gott. Ah gut, der schießt auch mit Grünen ab und zu. Mit dem kann ich ihn dann abfeuern. Cool. Oh Gott, es pisst. Nein. Oh mein Gott, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Grün? Ja, grün, oh mein Gott. Aber 2 weg. Lauf, Mario, lauf, Mario. Halt ihn weit von dir weg, dass du den grünen nehmen kannst. Yay. Er wird schon echt rot. Und was macht er jetzt? Da hast du's. Na gut, der war nicht so schwer. Der ging. Bäm. Pui. Stern, 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 hol ihn dir, schnell. Stern, 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 Stern. Dun, 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 dun. Tadaladan, tadaladan. Und dann war es das Ende vom Part und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao.